Willkommen zu dem Video, ich bin Eva und in dem Video will ich euch über das kommende Retreat erzählen, das wir organisieren. Und zwar wird es 2021 stattfinden und in diesem Video will ich euch einfach ganz viele Informationen geben, damit ihr euch eine Vorstellung machen könnt, um was es sich eigentlich bei diesem Retreat handelt und wie wir uns das so organisiert haben. Zum einen, was ist eigentlich ein Retreat? Weil Retreats, glaube ich, sind im deutschsprachigen Raum noch nicht so bekannt. Also Retreat bedeutet einfach nur, dass Menschen zusammenkommen an einem gewissen Ort, kann wirklich ganz viele Orte sein, und dort über ein gewisses Thema diskutieren, Vorlesungen bekommen und auch gemeinsam Aktivitäten machen. Also es gibt Retreats zu unglaublich vielen verschiedenen Themen, zum Beispiel Unternehmen oder Traumata überwinden. Also es gibt ganz viele verschiedene Retreats und in unserem Fall ist es ein Rohkost-Retreat. Das heißt, in diesem Retreat werden wir euch zeigen, wie ihr euch obstbasiert vegan ernähren könnt, welche Vorteile es davon gibt und wie man sich einfach energetisierter und besser fühlt. Und ich freue mich wahnsinnig, weil ich hatte die Idee, dieses Rohkost-Retreat zu geben, schon seit 2 Jahren. Und ich habe es endlich, also ich kann es endlich nächstes Jahr umsetzen und ich freue mich wahnsinnig. Und genau, und warum will ich das Retreat eigentlich anbieten? Die Sache war, dass ich nach dem Abi, also 2018, bin ich auf ein Art Retreat gegangen. Also es war ein Fruit Festival und Fruit Festivals sind eigentlich das gleiche wie ein Retreat, nur eben mit einer größeren Anzahl an Menschen. Und das hat meine Sicht auf das Leben komplett verändert. Also es hat mir so viel gegeben, Menschen zu treffen, die eine ähnliche oder gleiche Lebenseinstellung haben, die an meine Ziele glauben, die an mich glauben. Und das hat mir so viel gegeben. Also ich habe, bevor ich auf dieses Festival gegangen bin, habe ich ein Jahr schon selber versucht, so obstbasiert zu sein, rohköstlich zu sein. Aber es gab so viele Hürden, so viele Hindernisse, die ich machen musste. Ich habe so viele Fehler gemacht und ich habe mich auf jeden Fall super einsam gefühlt, weil ich einfach niemanden kannte, der sich mit dieser Rohkost-Thematik schon jahrelang befasst hat und ich habe oder generell das einfach gemacht hat. Deswegen war ich super einsam, bin auf dieses Festival gegangen und es war einfach eine transformative Erfahrung, die mir so viel gegeben hat und ich bin wahnsinnig dankbar, dass diese Veranstalter des Festivals damals veranstaltet haben. Wirklich super, super dankbar und diese Erfahrung hat mich wahnsinnig geprägt und ich will das auch an Menschen weitergeben, also dass andere Menschen auch eben diese Erfahrungen machen können und diese Transformation machen können. Und diesen Raum will ich bieten und deswegen will ich das Retreat anbieten. Also deswegen ist es definitiv eine Herzenssache von mir und ich freue mich wahnsinnig, das darzubieten oder das Retreat zu geben zu dürfen. Und bei dem Retreat gibt es verschiedene Punkte, die super wichtig sind. Der erste Punkt ist natürlich das Essen. Und beim Essen ist es eben, dass es rohköstlich sein wird, also 100% Obst und Gemüse, eben frisches Obst und Gemüse. Und im August ist ja das Retreat. Und im August ist auch, um ehrlich zu sein, einer der besten Monate mit Juni und Juli und vielleicht noch ein bisschen September, die es in Deutschland gibt, wenn es um Obst und Gemüse geht. Das heißt, wir werden einfach ganz viel Obst und Gemüse essen und gemeinsam Gerichte zubereiten. Und wir werden 3 Mahlzeiten zusammen zubereiten. Und zwischen den Mahlzeiten gibt es dann auch immer noch Snacks, die man sich jederzeit holen kann und die man jederzeit essen kann. Und warum bereiten wir das gemeinsam zu? Aus dem einfachen Grund, weil das helfen kann zu lernen, wie man gesunde, leckere, obstbasierte, vegane, rohköstliche Gerichte zubereitet. Und ich bin 100% davon überzeugt, dass es wirklich, wirklich helfen kann, es zu verstehen. Weil ich war schon bei mittlerweile 3 Festivals, 3 Fruit Festivals. Bei 2 war ich Teilnehmer und bei einem war ich praktisch, habe ich geholfen, war ich Volunteer, habe auch in der Küche geholfen und es war wirklich eine komplett andere Erfahrung und es hat mir super viel auch geholfen zu lernen, wie man Essen zubereitet, das rohköstlich und gesund ist. Der nächste Punkt, der super wichtig ist und das ein zentrales Thema ist, ist natürlich den Körper zu bewegen. Das heißt, wir machen verschiedene Aktivitäten, wie wir machen Bodyworkout, also Körpergewichtstraining, weil ich gebe Körpergewichtstraining Stunden bei mir schon seit 2 Jahren
Und das werden wir eben am Morgen machen. Dann werden wir noch Spaziergänge machen. Und der Ort des Retreats, und das ist in der Nähe vom Ammersee in München. Das heißt, wir werden dann auch zu dem Ammersee fahren und dort eben auch schwimmen, Zeit verbringen, eventuell ein Picknick machen. Und wer will, kann auch Stand-up-Paddling machen, dass wir einfach einen Ausgleich schaffen zu den Workshops. Und die Workshops, die ich anbiete oder die wir anbieten, drehen sich über die Rohkost. Das heißt, ich gebe einfach eine kurze Einführung, ich gebe die Vorteile von der Rohkost. Dann besprechen wir natürlich die Hindernisse oder die Herausforderungen, die der Rohkost oder die der obstbasierte vegane Lebensstil mit sich bringt, weil es gibt definitiv viele Dinge, die man lernen muss. Also es ist definitiv nicht was, was man von heute auf morgen von sich selber aus umsetzen kann. Es braucht definitiv ein bisschen Erfahrung, definitiv ein bisschen Information. Und auch es ist super, super wichtig, von jemandem zu lernen, der das schon länger gemacht hat. Deswegen gibt es Workshops und Diskussionsrunden zu diesen Themen, dass wir auch gemeinsam dann Ziele setzen können und gesunde Gewohnheiten auch nach dem Retreat in unser Leben integrieren können, weil das Retreat ist 3 Tage lang, aber wir wollen ja natürlich, dass es auch einen Effekt auf das Leben danach hat. Das heißt, dass wir einfach gesunde Gewohnheiten eben bei dem Retreat entwickeln und diese dann auch nach dem Retreat umsetzen können. Das sind so diese 3 Punkte, die zentralen Punkte sind. Und dann noch ein paar Informationen und ein paar Fragen. Zum einen zu der Unterkunft. Die Unterkunft ist ein Ferienhäuschen in der Nähe vom Ammersee, um mit Garten, mit Wohnzimmer, Küche und so weiter. Genau, und da werden wir einfach Zeit verbringen. Bilder zu der Unterkunft gibt es auf der Landingpage, die ich erstellt habe. Also die Landingpage ist praktisch eine Internetseite, wo alle Informationen zu dem Retreat nochmal zusammengefasst sind und auch Bilder gezeigt werden. Der Link zu dieser Landingpage ist in den Kommentaren und auch in der Infobox. Da könnt ihr einfach auf den Link klicken, dann werdet ihr da drauf geleitet, wenn ihr wollt. Da könnt ihr euch die Bilder anschauen. Genau, und weitere Fragen. Warum oder für wen ist das Retreat? Das Retreat ist für eigentlich jeden, der sich für Rohkost interessiert, der sich für vegane Ernährung interessiert, der sich für Obst interessiert, also der Obst gerne mag, und der einfach sich vitaler und gesünder fühlen will. Weil natürlich hat die vegane Ernährung wahnsinnig viele Vorteile, aber ich glaube, die obstbasierte Ernährung toppt nochmal alles. Und ich habe so viele positive Erfahrungen durch diese obstbasierte Ernährung feststellen können. Und ich will das auf jeden Fall einfach Leuten weitergeben, dass es, weil es wirklich, wirklich was bringt und wirklich hilft. Das heißt, wenn du mit Problemen zu kämpfen hast, wie es fällt dir wahnsinnig schwer, Gewicht zu verlieren oder du bist immer schlapp, du bist immer müde und so weiter, dann kann es definitiv helfen. Also definitiv kann es helfen. Und das heißt, wenn du dich dafür interessierst, dann ist es auf jeden Fall, was für dich in Frage kommen könnte. Und auch wenn du einfach was Neues ausprobieren willst, wenn du sagst, ich habe jetzt diese Ernährung, zum Beispiel Paleo oder Keto, habe ich jetzt so lange gemacht und ich will einfach was Neues ausprobieren, dann ist das Retreat auf jeden Fall auch was für dich. Was ist inklusive in dem Retreat? In dem Retreat ist inklusive einfach die Workshops, dann natürlich die Aktivitäten, dann natürlich das Essen und die Unterkunft und natürlich auch gemeinsame Diskussionsrunden etc. Also das ist alles inklusive, da müsst ihr gar nichts mehr dann zahlen. Wie unterscheidet sich das Retreat, das wir anbieten, von anderen Retreats? Ich glaube, der Hauptpunkt ist natürlich das Thema, weil ich glaube, so in Deutschland gibt es diese Idee von obstbasierten Ernährung noch nicht so viel, also ist noch nicht so bekannt. In anderen Ländern wie den USA, in Kalifornien schon, aber in Deutschland glaube ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das heißt, ich glaube, es gibt tatsächlich noch keins oder sehr, sehr wenige Retreats, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen in Deutschland. Das heißt, da haben wir schon die erste coole Sache. Und natürlich auch die Zusammensetzung, wie sie so stattfindet mit dieser Gemeinschaft. Genau, also so finde ich, ist das Retreat ziemlich einzigartig. Und dann noch ein paar Fragen. Zum einen, für wen ist das Retreat geeignet? Also das Retreat ist für jeden geeignet. Also es gibt oft die Frage, muss ich vegan sein oder muss ich mich schon irgendwie rohköstlich für einen gewissen Zeitraum ernährt haben? Überhaupt nicht. Also wirklich jeder kann mitmachen, der will. Du kannst auch daheim noch Fleisch gegessen haben, ist vollkommen in Ordnung. Jeder kann wirklich mitmachen, der aufgeschlossen ist, der offen ist, der respektvoll
anderen Personen über ist, der kann auf jeden Fall mitmachen. Das Einzige, was nicht erlaubt ist, ist tierische Produkte auf das Festival mitzunehmen oder dort zu konsumieren. Das Gleiche gilt auch für Rauchen, Drogen und was gibt's noch? Rauchen, Drogen, Alkohol. Das heißt, auf dem Festival ist all das nicht erlaubt. Keine Drogen, kein Alkohol. Was ich persönlich immer wollte, weil wie ihr wisst, trinke ich keinen Alkohol und nehme keine Drogen. Deswegen finde ich das bei Fruit Festivals eben immer top, dass es das nicht gibt. Also das erlauben wir nicht, aber sonst kann wirklich jeder mitmachen, der will. Und die nächste Frage ist, wo ist das Retreat? Wann findet es statt? Also ich glaube, das habe ich schon gesagt, das Retreat findet in der Nähe von München statt. Und zwar ist in der Nähe von München so ein Ammersee und da findet es in der Nähe statt. Die genauen Daten von dem genauen Ort schicke ich euch dann, wenn ihr euch dafür angemeldet habt, weil das Haus meiner Mom gehört und meine Mom will nicht, dass ich jedem gleich die Adresse schicke. Deswegen kriegt ihr die genaue Adresse, wenn ihr euch dafür angemeldet habt. Aber es ist in der Nähe von Geltendorf, in der Nähe vom Ammersee. Da auch die Frage, wie kommt ihr am besten zu dem Retreat? Das ist super simpel, also super einfach. Ihr geht einfach nach München, zum Hauptbahnhof München und dann fährt ihr entweder mit der S-Bahn oder mit einer Regionalbahn zur Haltestelle Geltendorf und da holen wir euch dann von der S-Bahn ab und es sind vom Retreatort zu der S-Bahn-Station nur circa 5, 6 Minuten mit dem Auto. Also es ist wirklich, wirklich einfach und simpel. Wie viele Leute können teilnehmen? Es können 4 Leute teilnehmen und es ist ein Frauen-Retreat, das heißt, zu diesem Moment können nur Frauen teilnehmen. Die nächste Frage ist, was ist mit den Stornierungsgebühren oder was passiert, wenn ich krank werde, etc.? Das ist alles auf der Landingpage. Also, wenn du das Retreat buchst, kannst du natürlich stornieren, das ist gar kein Problem. Und die genauen Bedingungen, alles mit auch diesen Zahlungsprozess, wie das abläuft, steht alles auf der Landingpage. Also da könnt ihr euch das genau nochmal anschauen. Und genau, ich glaube, das waren auch so die großen Fragen. Es gibt noch die Frage, wie viel kostet das Retreat? Also es gibt natürlich ein Early Bird Ticket, das ist bis zum 30.01.2021. Also ist noch ein bisschen Zeit hin, aber wenn ihr euch zum Beispiel das schenken lassen wollt als Weihnachtsgeschenk oder so, dann könnt ihr das auf jeden Fall machen. Und genau, das gibt es Early Bird Ticket und dann natürlich, je später ihr bucht, desto höher steigen die Kosten dann natürlich. Aber wenn ihr das Early Bird Ticket kaufen wollt, dann findet das schon bis zum 30.01.2021 statt. Genau, und zum Abschluss noch, warum das Retreat kaufen oder warum sich dafür anmelden, weil es wirklich, wirklich viel bringt. Also ich glaube, viele Leute, ich selber habe das auch unterschätzt, wie viel Gemeinschaft bringen kann. Also bei mir auch, ich habe gedacht, ja, ich mache diese Ernährung, diese Rohkosternährung einfach so ganz alleine und habe wirklich gestruggelt am Anfang, weil ich so viele Dinge nicht wusste über Detox oder wie man mit Familie und Freunden umgeht. Das gleiche auch mit, als ich vegan geworden bin. Also ich habe wirklich, wirklich viel gestruggelt, weil ich halt einfach keine Hilfestellung von reellen Personen hatte. Und diese Hilfestellung wird eben in diesem Retreat gegeben. Und genau, und das ist wahnsinnig hilfreich. Also wenn du Leute hast, die an dich glauben, es kann Welten verändern. Es kann wirklich Welten verändern. Das heißt, wenn du neues Bewusstsein für diese Ernährung haben willst oder wenn du neue Freundschaften entwickeln willst, definitiv ist dieses Retreat für dich. Und es sind nur 4 Plätze. Also das sollte ich vielleicht erwähnen. Ich habe nur 4 Plätze für das Retreat und dann ist es auch schon fertig. Also ich glaube, also ich würde mich beeilen eventuell, weil es sind nur 4 Plätze. Und genau, also wenn ihr noch mehr über mich erfahren wollt oder noch mehr erfahren wollt, wer ich eigentlich bin, dann könnt ihr auf jeden Fall in den Link in der Infobox klicken. Da werdet ihr zum Retreat geleitet, aber ihr könnt auch zum Beispiel meinen Podcast ausprobieren oder meinen Instagram-Account euch nochmal anschauen, dass ihr euch nochmal vergewissern könnt, dass ich wirklich eine reale Person bin und dass ich das auch wirklich feststelle. Ich werde auch auf Instagram noch einen neuen Account machen, extra, der nur sich über das Retreat praktisch nur sich über das Retreat handelt, aber das ist noch im Aufbau. Genau, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, alles Liebe und noch einen schönen Tag. Ciao, ciao!